Du, hör mal zu. Der Tatverdächtige näherte sich in einem Winkel von 35 Grad von der Parkallee herkommend, wobei er das beidseitig geschliffene Messer mit dem Hirschhorngriff bereits in der rechten Hand hielt und zum Stich erhob. Das macht doch die Situation klar, ne? Ja, völlig klar. Herr Schimanski, bitte zu Herrn Königsberg. Herr Schimanski, bitte zu Herrn Königsberg. Unentschieden. Ja. Ja, danke. Ja? Wo warst du vorgestern Abend? Wieso? Ich hab ein Treffen mit Toller, weißt du doch. Und? Ja, was und? Wo habt ihr euch getroffen? Hier, an der Autobahnraststätte, sag mal, du hast doch meinen Bericht. Und wie? Wie? Mit, so konspirativ wie immer. Das Lachen wird Ihnen gleich vergehen, Kommissar Schimanski. Ihr seid gesehen worden. Ach du Scheiße. Von wem denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht im Milieu die Rede. Frenzel habe Kontakt mit dem bekannten Kommissar Schimanski. Na ja, ist ja gut. Wer sagt denn das? Ein Informant. Bombe. Ja, Bombe. Na ja, gut. Ich habe mit Toller noch ein Bier getrunken. Und wo? Bei mir. Was bei dir? In deiner Wohnung etwa? Ja, bei mir, in meiner Wohnung! Entschuldige. Wir wollten mal wieder richtig zusammen quatschen. Unter Kollegen, kannst auch sagen, unter Freunden. Die Anweisungen waren ganz klar. Olay hatte Entführungsgeld in der Hand. Er ist von denen als Geldwäscher angeheuert worden. 3000 Mark hatten wir ihm schon eingetauscht. Ja, du entschuldige bitte, davon weiß ich nichts. Ist auch kein Gesprächsthema. Also Mensch, du, was ich dir immer sage, diese ganze Untergrundarbeit, die bringt uns eines Tages noch in Bedrohung. Das ist doch schließlich eine strafbare Handlung. Darüber kann man jetzt halt von einem sein. Also ich nicht. Kommissar Schimanski. Wirklich, komm, bitte, bitte. Hör mit dem Siezen auf, ja? Ich habe einen Bock geschossen, ich geb's ja zu, aber was soll ich jetzt machen? Versuch, Kontakt mit Holler aufzunehmen. Und zwar genau nach Vorschrift. Ja, aber das geht erst um 19:20 Uhr. Ich weiß. Ja, was denn? Soll ich die ganze Zeit warten? Das ist vielleicht ein Scheißjob. Wie bitte? Was? Ach, nichts, 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 nichts. Das ist nach Vorschrift, wie du willst. Sieht aber auch nicht rosig aus, du. Nee. Das kriegst du nicht. Und? Aha. Nicht wir klar. Ich bin aufgewacht in irgendeinem Bett. Die Frau neben mir lächelte nett. Ratlos. Der ist schon seit gestern kaputt. Aber von denen kommt ja keiner. Und jetzt hättest du mir aber früher sagen können. Das sind noch 20 Pfennig drin, verrechne die. Scheiß Alkohol. Luzier dich nicht so, Hannelore. Ich kann dir sagen. Das ist ein ganz dufter Typ. Groß, schlank, schwarzhaarig. Du stehst auf sowas. Also, Hannelore, ich habe ihm gesagt, dass du kommst. Ich habe dich so geschildert mit allem, was an dir dran ist. Und er ist schon richtig geil auf dich. Ich doch keinen Scheiß. Der Peter redet Blödsinn. Aber die Stimme ist echt schön. Alles optimal, kannst du glauben, Hannelore. Seid ihr eigentlich sicher, dass Hannelore überhaupt noch dran ist? Wie fühlen denn hier? Alle Hannelore, eine klare Antwort. Kommt oder kommt ihr nicht, was ist Sache? Ha? Okay. 10 Minuten ist in der Disco, alles klar. Komm das ist raus doch hier. Das allerletzte. Ich habe auch noch eine Verabredung zu treffen. Komm, mach die Tür zu. Ja, ich bin Heiratsvermittler.
schöner Mann sitzt am Abendbrottisch. Ich komme fast nie an der Kneipe vorbei. Nur hier in der Kneipe fühle ich mich frei. Oh, Sie haben es aber eilig. Das muss ja eine scharfe Braut sein. Ja, Hannelore hat sich anders überlegt. Sie ist jetzt mit mir verabredet. Nur hier in der Kneipe fühle ich mich frei. Hab ich meine Level, dann werde ich frei. Ja, komm, Tanner, hör auf, Mensch. Was machst du eigentlich hier? Ach, Hollei meldet sich nicht am Telefon und da. Was machst denn du hier? Ich beobachte das Haus. Was? Ach so, Königsberg, was? Ja, teile und herrsche. Ja, ich geh mal rauf und seh nach. Du gehst da jetzt nicht drauf. Was? Königsberg hat. Ach, komm, hör auf. Königsberg hat eindeutig erklärt: nur observieren, keinerlei Aktion. Ja, aber da wusste er noch nicht, was Sache ist. Ich halte mich da raus. Hallo? Wer ist denn da? Ja, mach schon auf, ich bin's. Wer sind Klaus, Sie? Bist du's? Ja, wer ist denn da? Sagen Sie mal, haben Sie geklingelt? Ah, Entschuldigung, war ein Versehen. Vielleicht habe ich einen Klingelknopf mit erwischt. Entschuldigung. Haben Sie geklingelt? Was? Ach so, ja, war ein Versehen. Entschuldigung, ich will zu Herrn Frenzel. Ja, der wohnt aber über mir. Ach so, ja. Okay. Und er ist auch gar nicht da! Ja, woher wissen Sie denn das? Er ist mit zwei Männern weggegangen. Ja? Vorher war ein Mordslärm da oben. Ich glaube, die haben die Möbel umgeräumt oder irgend so etwas. Ja, ja, vielen Dank. Man muss die Polizei rufen. Ja, was ist denn los da oben? Man muss die Polizei rufen. Ich halte mich da raus. Ich rufe die Polizei. Ja, guten Abend, Frau Königsberg. Ich möchte gerne Ihren Mann sprechen, Schimanski. Danke. Ja, Schimanski, guten Abend. Ich bin jetzt in Holleis Wohnung. Sie ist durchsucht worden. Übrigens sehr fachmännisch, könnten wir gewesen sein. Was? Ja. Ja. Ja, Tanne hat mir alles gesagt, aber da wusste ich noch nicht, was los ist. Mindestens Kind Holler ist in Gefahr und da soll ich nichts unternehmen. Wie stellst du dir das vor? Ach komm, wirklich nur dienstliche Anweisung, hör auf. Ja, na bitte, dann zieh mich eben zur Verantwortung. Schick lieber die Spurensicherung vorbei. Der Junge auf dem weißen Pferd, der kommt nicht mehr. Was soll also das Gerede hingehen? Früher. Augenblick, bei dem Augenblick. Ihr wollt das nicht genau. Ich bin Nasenblitzer auf. Ehrlich für dich gerade. Und einmal ehrlich, kannst du dir das vorstellen? Ich mit Blumen, Kindern, Flossen oder beim Frühstück frisch gewaschen. Alles klar, danke. Ich bin noch mal so gut gewaschen. Ich bin Nadel, ist ja Ausweiskontrolle. Gut schon. Bereit gemacht, wenn mir danach war. Danke. Ausweis.
Guten Abend, Ihren Ausweis bitte. Was für ein Ausweis? Na, den vom Kaninchenzüchterverein. Ach so, den? Ja. Den habe ich natürlich vergessen. Was soll das heißen? Ja, genau das, was ich gesagt habe. Dann kommen Sie bitte mit. Ich denke ja gar nicht dran. Los! Hey, was soll denn das? Ist das vielleicht ein Verbrechen, wenn man mal seinen Ausweis nicht mit hat? Sie können sich den ja morgen bei mir abholen. Ich schieb ihn unter der Tür unten durch. Sie kommen mit zur Feststellung Ihrer Personalien. Wieso denn? Ich sitze doch hier nur mit zwei netten jungen Damen. So, komm, du spiel nicht rum. Das sind doch deine Pferdchen, die für dich laufen. Hey, das brauchen wir uns nicht gefallen zu lassen. Komm, 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 ein bisschen Dalle, junger Mann, ja? Hopp, hopp. Wieso denn? Liegt was gegen mich vor? Na, wird er gleich immer hier, hey! Soldat! Ja, wenn man jetzt was macht, ne, dann heißt das nämlich gleich wieder Widerstand gegen die Staatsgewalt, ne? Soldat! Wir brauchen doch nur in aller Ruhe mitzukommen. Ja, ich komme ja schon, in Ordnung. Hört mal, wartet auf mich, ich bin bestimmt gleich wieder da. Das geht doch nicht. Wollen Sie noch was zu trinken? Das habt ihr auch schon mal besser gemacht. Ja, komm mal zur Sache, Junge. Du kennst ja Frenzel, hä? Ich kenn viele Leute. Aber es gab da gestern einen Tipp von dir. Hm? Kann sein. Der Tipp war doch von dir, oder? Ja, und? Also ja. Jetzt hör mal zu, Bombe. Diesmal ist es kein Spiel. Ich brauche ein paar Informationen. Wenn du mir die nicht gibst, fliegst du auf. Hör mal, da gibt es doch wohl noch Spielregeln. Nicht mit mir, oder? Nicht mal. Mit mir. Hör jetzt mal zu, ja? Hier sitzt der Schimanski. Und nicht die Polizei, geht das in deinen Wasserkopf? Nö. Oder ist das hier etwa dein Rolls-Royce und er dein Chauffeur? Oh. Bombe, jetzt hör mal zu, ja? Also angenommen, ja, nur angenommen, du hast einen Freund. Einen richtig guten, zuverlässigen Freund, ja? Bringst du doch nicht. Okay. Der ist in der Frenzel, ja? Bin ich Jesus? Nee. Du bist ein kleiner, erfolgloser Zuhälter und mieser Polizeispitzel. Und wenn du jetzt nicht gleich redest, bist du bald beides nicht mehr. Aber was sind denn das für Töne? Es könnte eine Interessenlage geben, wo wir sie einfach fallen lassen, Bombe. Hör mal, das ist gegen die Abmachung. Verstehst du? Das ist gegen die Abmachung. Scheiß auf Abmachung, Junge, ich habe keine Zeit mehr! Komm, mein Junge, komm. Umsonst ist er tot, ha? Ich zahle dir ein Würstchen. Kannst du den überhaupt absetzen? Der Currywurst für den jungen Mann. Geht aber höchstens auf Spesen. Zwei Mark. Komm. Ja, Moment. Hör mal, das ist doch dein Privates. Kannst einen Scheck einlösen, wenn du willst. Aber nur, wenn deine Informationen es wert sind. Und ob sie es wert sind, kann keiner besser beurteilen als du selber. Pass auf. Kennst du das Spielwarengeschäft Anussel? Anussel? Das ist in der Marktgasse, ja? Richtig. Der Boss da, der heißt Kessernich. Und der spielt mit ganz anderen Dingen, als die er da im Laden verkauft. Der hat da unten so ein Lager, das ist dreimal so groß wie sein ganzes Geschäft. Einer, der da drin versteckt ist, ne? Aber der kann den ganzen Tag mit dem ganzen Kinderkram spielen, bis er wieder raus kann. Oder bis er dran ist, verstehst du, bis er dran ist. Du bringst es doch, wenn du willst. Mhm. Dann machen wir eine Fliegebombe. Also, ich bin dagegen. Halt mal.
Scheiße! Ganz ruhig, mein Herr, ganz ruhig. Eine falsche Bewegung. Wie kommen Sie hier herein? Sie sind Herr Kessenich. Kommissar Schimanski, nicht wahr? Hauptkommissar Schimanski, Hauptkommissar. Mein Kollege Tanner. Das da mein ist... Name ist Frenzel. Herr Kessenich, ich weiß, dass wir beide schon mal das Vergnügen hatten, Herr Kommissar. Dann wird es ja Herr Kessenich wohl kaum überraschen, dass wir hier auftauchen, oder? Ach, wissen Sie, eigentlich überrascht mich ja alles. Ich weiß nicht einmal, wie und warum Herr Frenzel hierher gekommen ist. Die beiden Herren und er haben um eine Aussprache gebeten. Ich bin ein höflicher Mensch. Also, oh, ist klar. Ich gelte im Allgemeinen als weniger höflich. Hast du von ihm das Geld bekommen? Welches Geld? Komm hier auf, geht der hier auf. Spätestens jetzt ist klar, auf welche Seite du gehörst. Verstehe nicht. Herr Kessenich, Sie kennen diesen jungen Mann als Ingo Frenzel, nicht? In Wirklichkeit heißt er Gerhard Toller, er ist Kriminaloberinspektor und vielleicht sogar demnächst Kommissar. Na, ich nehme an, das überrascht Sie auch. In der Tat. So, dann wollen wir mal zur Sache kommen. Was kannst du mir über diesen feinen Herrn hier sagen, Holley? Über Herrn Kessenich? Ja. Nichts. Und woher sind die nummerierten Scheine aus dem Entführungsfall, Kollege Holley? Reich mir doch bitte mal zwei Paar Handschellen rüber. Langsam wieder daran gewöhnen müssen, dass du zu uns gehörst. Hm? Bald werden Sie keinen Grund mehr zum Lachen haben. Vergesse nicht. Aber sagen Sie mal, woher kannten Sie meinen Namen? Ich zerbreche mir schon dauernd den Kopf. Aber ich komme leider nicht drauf. Vielleicht aus der Zeitung? Vielleicht aus dem Fernsehen? Nein? Ich komme nicht drauf. Also, Kollege Holley, was können Sie über Herrn Kessenich nicht aussagen? Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Leider habt ihr verhindert, dass ich mehr über ihn erfahren konnte. Das soll also heißen, Sie können nichts gegen ihn vorbringen? So ist es. Aber da ihr hierher gefunden habt, wisst ihr ja vielleicht mehr. Ich kenne solche Typen wie Sie. Glauben Sie mir, so schnell lasse ich nicht locker.
Morgen. Wieso, wieso bist du denn schon auf? Kurz nach acht. Ach, komm. Was? Ach du Scheiße, Mensch. Ja, ja. Wer spät ins Bett geht und früh raus muss, der weiß, woher das Morgengrauen kommt. Und lassen ja früh morgen mit Goethe in Ruhe. Das ist von Robert Lemke. Oh, Gieser, wenn durch dich nicht mein Herz schneller. Bei dir wird hier geblieben. Ja. Du hast mir viel gesehen. Aber du kannst nicht schon irgendwie Kaffee kochen oder so, hä? Ich will doch nicht mal einen Wasserhahn, geschweige denn den Kaffeefilter. Wasserkessel, der steht, warte mal. Rechts oder links vom Herd. Der Kaffee steht im Kühlschrank. Nescafé muss man doch nicht gekühlt aufbewahren. Doch, der schon, der ist gefriergetrocknet. Hier, willst du noch einen Kaffee? Nee, ich hab nichts. Du, warte mal, warte. Ich muss irgendwo noch ein Stück Käse haben. Ja, wenn du willst. Nee, ich hab keinen Hunger. Vielen Dank, dass ich bei dir übernachten durfte. Von meiner alten Wohnung graust mir's. Da geht's ja so wie mir. Du, jetzt kannst du ja auch wieder bei uns in der Mannschaft spielen. Im Sturm hast du wirklich so viel. Ehrlich. Der Meier hat eine Flasche. Und in Gelsenkirchen? Da können wir beim Pferderennen wieder unsere teure Mark verwetten, ne? Behaupt ja nicht, dass du nicht das Beste wolltest, Horst. Aber in dem Fall war es verdammt nochmal das Schlechteste. Er hat nichts gewusst. Oder er hat nur so getan. Immerhin haben sie deine Wohnung durchsucht, ne? Und ich. Ich glaube, dass er dir draufgekommen wäre. Ja, Kessernick ist clever zugegeben. Aber was hat er denn in der Hand? Er hat uns beide zusammen gesehen, na schön. Ich hätte ihm schon eine plausible Erklärung gegeben. Die würde mich interessieren. Er bereitet etwas vor. Einen Überfall auf einen Geldtransporter, ein Millionending, so viel ich mitgekriegt habe. Ich habe bei einem seiner Leute vorgegeben, dass ich mich, naja, sagen wir mal, nützlich machen könnte. Ich wollte nämlich erreichen, dass Kessenich mich einmal empfängt. Naja. Und dann? Schimanski hat gegen meine Anweisung gehandelt. Nur handeln, wenn Gefahr im Verzug ist, ne? So lautete doch die Anweisung, nicht? Jawohl. Für mich war aber Gefahr im Verzug, dass das nun endlich ein für alle Mal klar ist. Ihr scheißt euch immer in die Hosen, weil ich eigenwillig denke und auch so meinen Job mache. Aber unterm Strich hat doch bisher immer gestimmt, oder? Nein? Hätte ja auch sein können, dass wir die Flicken in gemütlicher Frau darunter antreffen, sondern als Leiche. Was hättet ihr dann gemacht? Horst, wir wissen doch, dass du manchmal... Ja, dass ich manchmal schneller handle, als ich denke, aber das hat was mit Reflex zu tun. Und der ist in unserem Job auch lebenswichtig. Überlebenswichtig! Mein Gott, diese Empfindlichkeit. Wie habt ihr mich denn überhaupt gefunden? Ein Informant hat uns auf Gessen nicht gebracht. Ein Spitzel? Udo Blickel. Im Milieu nennen sie ihn Bombe. Dem seine Haut möchte ich nicht stecken. Entschuldigung, hier wohnt der Udo Blickel, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob er da ist. Bin vormittags auf Arbeit. Kann ich einen Moment reinkommen? Kommen Sie mal. Ja. Der hat die drei Zimmer da hinten.
Wissen Sie, mir reichen ja die zwei hier vorn. Ich bin allein und... Wo geht's hier weiter, der Vorhang? Ja, gleich nach links. Er ist ein angenehmer Mieter. Ja, ich weiß, ich kenne den Bomben. Ich habe ihn nie als Schere reingegeben. Er ist immer so freundlich und so ruhig und... Ach, du Sonnenwetter. Bombe! Oh, Menschenskind. Oh, oh mein Gott. Du, das tut ein bisschen weh jetzt, aber hier kann ich dich ja nicht liegen lassen. Oh, oh, ganz vorsichtig. Scheiße. Wo ist denn das Telefon? Drüben. Ganz. Augenblick. So, so ist es besser. So ist es gut. Ja, ja, bitte Notarztwagen, bitte schnell in die Keilmannstraße 18, dritter Stock. Keilmannstraße 18, dritter Stock, Mensch, hier liegt ein Schwerverletzter. Danke. Ich sehe nach Verbandszeug. Ja, alles klar. Wir kommen gleich. Isolde. Komm, nicht reden, jetzt nicht reden. Dich hat's übel erwischt, du. Aber du kommst wieder in Ordnung. Komm, versuch mal. Tut ein bisschen weh, aber hilft. Ja. Entschuldige, du. Als Sanitäter bin ich eine Niete. Zu gut auch. Ja, kannst du recht haben. Ich hätte besser auf dich aufpassen sollen, was? Der hätte mich umbringen können. Komm, red kein Scheiß, wirklich. Du, das gönnen wir dem Kessel nicht, nicht? Das gönnen wir dem nicht. Man muss die Polizei verständigen. Das brauchen wir nicht. Ich bin von der Polizei. Ach, so. Ja, sind Sie ein Freund von ihm? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Ich kenne ihn seit 10 Jahren. Oh, so ein netter Mann. Ich bin auch ganz vorsichtig. Oh, ganz vorsichtig. Ja, ist das Spielwarengeschäft der Nussel? Ja, dann kess mich bitte. Ja, danke, Klaus. Ich kesse nicht. Ja, Herr Schimanski, Sie erinnern sich doch, nicht? Ja, richtig, ja. Ja, genau. Ich bin jetzt in der Wohnung von Udo Blickel. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass es vielleicht nicht überleben wird. Lassen Sie mich gefälligst ausreden! Das sahen Sie zurück mit Zins und Zinseszins. Auf Heller und Pfennig. Die Möbel haben wir. Allerdings sind sie, wie soll ich sagen, etwas verwohnt. Wir haben sie erst vor 3,5 Jahren angeschafft. Exakt im Mai 1978. Na, alter Junge, was hast du denn alles so veruntreut? Ja? Ja, nett, sie mal wieder zu sehen. Kollege Schimanski? Ja. Ein Teeservice, Hutschenreuter, 6 Tassen, 6 Untertassen, alles da. Zuckerdose, Sahnegießer, Teekanne. Teekanne, wo ist die Teekanne? Kaputt gegangen. Kaputt gegangen? Wie? Ja, was sieht doch nicht mehr, es ist mal runtergefallen. Herr Kollege, das ist immerhin alles Staatseigentum und Sie sind Rechenschaft schuldig. Sonst noch was? Sie sollten dann nicht so drüber weggehen. Ihr Wagen, ich meine das Fahrzeug, das man Ihnen für Ihren Spezialauftrag zur Verfügung gestellt hat, immerhin ein 60.000-Mark-Auto, ist auch in einem beklagenswerten Zustand. Von dem teuren Teppich im Schlafzimmer will ich gar nicht erst reden. Nun zum Besteck. 6 Messer. 6 Gabeln, 6 Löffel, alles 6-mal. Mein Gott, da fehlt ein Messer. Ist nur ein Geschirrspüler. Sie hatten für Ihren Ein-Mann-Haushalt einen Geschirrspüler? Ja. Und einen Farbfernseher und eine Videoanlage.
Also, ich muss schon sagen. Kollege Szymanski, haben Sie etwa... Bitte? Sie haben ja getrunken. Ja, zwei Schnaps und zwei Bier. Im Dienst? Im Dienst, verehrter Kollege. Im Dienst. Was ist los mit dir? Ja. Sie haben Bombe fertig gemacht. Und ich bin schuld. Hat sie ihn schwer erwischt? Herr Kollege, in der Kommode habe ich das da gefunden. Davon steht nichts in meinen Listen. Nee, dann müssen wir es vielleicht noch eintragen. Ach ja? Das glaube ich aber nicht. Das ist doch Damenwäsche. Aber um noch einmal auf die Teekanne zurückzukommen, so leid es mir tut, aber ich muss... Ich glaube, mein Schwein pfeift. 3 Jahre habe ich das nun gemacht. 3 Jahre! Und da kommen Sie und Mosern hier einfach wegen der Teekanne. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Das ist doch der reinste Horror. Da! Da! Hat ja einen Scheißkrampf. Nächstes Mal Hutsche weiter. Nicht mal weiter. Ach, da, was weiß ich. Staatseigentum. Ausgeliehen an den Polizeiinspektor Holler. Agent im Untergrund. Verliebt ihr Luxus nicht, wahr? Ich habe mich auch ausgeliehen. Ich, meine Person an den Staat, habe mich 3 Jahre lang verleugnet. Hutschenreuter, Videoanlage, Farbfernseher, Geschirrspüler. Was glaubt ihr denn, ist das für ein Lohn? Leck mich doch am Arsch! Man wird Ihnen den Gegenwert vom Gehalt abziehen müssen, Herr Kollege. Wegen Ihnen legen wir uns nicht mit dem Rechnungshof an.2 Jahre lang zusammen, oder? Muss er mehr gewesen sein, oder? Ja, das ist der Job. Wenn du zurückkommst, musst du alles abbrechen. Das wusste ich vorher. Mensch, aber das verstehe ich nicht. Du, die Hanni, die ist eine ganz starke Frau. Ja, trotzdem ist Schluss. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Komm mit mir. Entschuldige, das verstehe ich nicht. Das ist. So. Du, ich könnte das nicht so einfach wegstecken, du. Wer sagt denn, dass das einfach ist? Ja? Du kennst mich, oder? Du kennst mich doch. Ja, okay. Natürlich.
Du weißt, ich scheiße auf die Dienstvorschriften, das weißt du von mir. Ja. Gut. Gefühlsmäßig verstehe ich das ganz genau. Ja. Verstehst du? Gefühlsmäßig ist das klar. Nur musst du es mir sagen. Ja. Und dann halt dich die Schnauze. Hä? Was? Du verstehst mich überhaupt nicht. Du kennst mich doch, hast du gesagt. Ja! Okay? Ja! Ich scheiße auf die Dienstvorschriften. Ja. Und gefühlsmäßig verstehe ich es auch, nur musst du es mir sagen. Ja. Und dann halt die Schnauze. Gut. Ich sag's dir. Das mit der Hani, das ist vorbei. Hm? Das sind zwei verschiedene Sachen. Die gehen nicht zusammen, okay? Zahlen. Gerade oder ungerade? Ungerade. Nee. Du zahlst. Das ist doch mein Tisch! Das ist schon möglich. Was soll denn das? Kommt auf 57. Ich hab keine Luft umzuziehen. Mir fehlt von oben. Von oben? Ja, ich muss nur noch rauskriegen, wo oben ist. Würfel haben sie auch verdreht. Sag mal, ist das eine Strafversetzung oder was? Langsam. Du übernimmst zusammen mit Holler den Fall Kessenich. Hier. Ja, aber das kann ich doch auch in meinem eigenen Zimmer. Hier sind die Akten. Schon besser, wenn Holler und du zusammensitzt. Man weiß ja nicht, was Kessenich vorhat. Vielleicht wird er sich an Holler rächen, oder? Ja, beseitigen. Der wird sich ja wohl kaum hier ins Präsidium bemühen, oder? Also jetzt setz dich erst mal ruhig hin, Frau Hoffmann. Einen Augenblick, lass uns mal rein, ja? Wir müssen auf jeden Fall sicher gehen, dass Holler jeden Kontakt zur anderen Seite abgebrochen hat. Simon, wir haben da so unsere Erfahrung mit Leuten, die auf der anderen Seite gewesen sind. Jeder, der zurückkommt, hat da so seine Schwierigkeiten. Büroarbeit, Aktenwälzen, dieser ganze Alltagstrott. Das ist halt eine Umstellung. Nicht jeder verkraftet das so ohne weiteres. Holler schon. Ja, aber nicht so sicher. Simon, ein Mann, der im kriminellen Milieu arbeitet, ist für uns doch nur nützlich, wenn er ganz in diese Arbeit aufgeht. Wenn diese Arbeit sozusagen zu seiner zweiten Natur wird. Aber da kann es eben vorkommen, dass die zweite Natur zu seiner ersten wird. Und das alles willst du verantworten? Das lass mal meine Sorge sein. Du bist, glaube ich, der Letzte, der mir da irgendwelche Vorschriften machen könnte. Du willst also, dass ich Holler bespitzle, hä? Du sollst auf ihn aufpassen, ihn beschützen. Auch vor sich selber. Nee, das gefällt mir nicht. Wie bitte? Das gefällt mir nicht! Jetzt hör mir mal gut zu, ja? Ob dir das gefällt oder nicht, das ist mir scheißegal. Ich hab's überhaupt satt! Mir zu allem und jedem deinen Senf anzuhören und dann auch noch deine Extratouren zu ertragen. Die Anweisungen waren ganz klar. Aber nein, der Kommissar Schimanski, der muss ja mit dem lieben Kollegen Holler ein lauschiges Bierchen trinken, obwohl private Kontakte strikt untersagt sind. Und dann muss er noch wie Django der Rächer bei Kessenich eindringen und Holler herausholen, obwohl meine Anweisungen das genaue Gegenteil besagt haben. Was ist denn das Gegenteil? Sie befolgen meine Anweisung. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ist das klar, Kommissar Schimanski? Da kommt ja mein Kindermädchen. Komm bitte, hör auf, ja, hör auf. Hat damit nichts zu tun. Hier sind die Kessenich-Akten. Abend. Gehen wir essen? Ich kenne eine türkische Kneipe, die ist ganz gut, du. Also wenn es nicht brennt. Was soll ich denn damit? Der Gegenstand im Vergleich mit dem, was du weißt. Vielleicht gibt es Zusammenhänge, die außer dir keiner kennt. Ach du Mensch, Freitagabend spielen die Bayern gegen MSV.
Am besten, ich besorge die Karten schon heute, was? Soll ich dir eine mitbringen? Du. Ich weiß nicht. Du, was heißt, du weißt nicht? Ich weiß nicht. Was mit heute Abend? Gehen wir essen oder gehen wir nicht essen und nochmal mal Butter bei die Fische? Ich will mir nichts vornehmen. Ich muss mich an den alten Kram wieder gewöhnen. Aha. Entschuldige Sie, kann ich im Moment sprechen? Ach ja. Kriminalpolizei. Sind Sie sicher, dass Sie zu mir wollen? Ja, Frau Hannelore Schönbach? Ja, da sind Sie richtig. Ja, kann ich im Moment reinkommen? Eigentlich bin ich auf der Suche nach Ingo Frenzel. Ja, und? Ja, ist er hier? Warum suchen Sie ihn denn? Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wenn Sie ihn schon suchen, werden Sie ja wohl auch wissen, dass wir befreundet sind, Ingo und ich. Ach ja? So richtig zusammen und so? Wie meinen Sie das denn? Wen sind Sie beispielsweise heute Abend mit ihm verabredet? Das weiß man nie so genau. Aber möglicherweise wartet er schon. In seiner Wohnung? Das glaube ich aber nicht. Warum? Weil er seine Wohnung aufgelöst hat. Hätte er sowieso nur geliehen. Geliehen? Ja, richtig. Von wem? Vom Staat sozusagen. Ach, das ist doch dummes Zeug. Ja, hört sich so an, nicht? Ich bin dafür, dass Sie Ihr Katz-und-Maus-Spiel jetzt aufgeben. Waren Sie die Geliebte von Kessenich? Bist du ja Gerhard. Gerhard? Ja. Hat aber lang gedauert. Bist vielleicht ein mieses Schwein. Du hättest mich nicht anlügen sollen. Du. Einer dreckigen Masche. Was ist eigentlich los? Ich verstehe überhaupt nichts. Soll ich dir erklären, wenn ich mit dem da fertig bin? Komm, das bringt doch nichts, Mensch. Du weißt, wie ich denke, aber ich habe ganz klare Anweisungen vom Chef. Du hast gesagt, du würdest jederzeit ein Auge zudrücken. Das würde ich auch, und das weißt du. Nur anlügen darf er mich nicht. Halt's Maul. Ich regle das auf meine Art. Das ist meine Privatangelegenheit. Das geht dich überhaupt nichts an. Nee, das sehe ich aber ganz anders. Du bist Polizist. Was bist du? Ja, als Polizist genau wie... Was? Das ist nicht wahr. Doch. Er war unser V-Mann. Verstehen Sie? Nein, das verstehen Sie nicht. Ein Polizeispitzel. Und jetzt ist er verbrannt. Ich habe den Traumjob, auf ihn aufzupassen. Scheiße. Verstehen Sie? Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie? Ich habe schon alles verstanden. Ihr seid alle beide Bullen, stimmt's? Und du bist noch mieser als der da. Benutzt hast du mich, weiter nichts. Nein, das stimmt nicht. Du wolltest nur in Kessenich ran. Anni, hör auf! 2 Jahre hast du mir was vorgespielt, du mieses Stück. 2 Jahre. Ein Bulle nicht zu fassen. Und auf sowas falle ich rein. Du, ich kann dir das erklären. Darauf verzichte ich. Los, raus hier, verschwinde. Raus, sag ich. Anni, hör doch mal. Ich will nichts hören, verschwinde. Hau endlich ab, ich will dich nicht mehr sehen.
Die liebt dich. Die liebt dich wirklich. Halt's Maul. Es tut mir leid. Aber ich bring das wieder in Ordnung. Hör bloß auf. Hier bin ich fertig. Mensch, nur hab dich doch nicht so. Lass mich in Ruhe. Keine Mühe, unbemerkt zu bleiben. Erinnerst du dich an den Fall Merkstetter? Gleich losballern müssen, Mensch. Was sollte denn das? Wem galt das eigentlich? Dir oder mir? Wahrscheinlich uns beiden. Beim Merkstätte-Fall hatten wir einen zweiten Wagen, der unten zugemacht hat. Tut weh? Dir? Ja. Ist das Ihr Wagen? Ja, das ist meiner, ja. Sprecher, ich will die Einfahrt und kommen hier. Man sollte platt die Polizei holen. Um Gottes Willen, bloß nicht die Polizei. Mit der wollen wir nichts zu tun haben. Nee. Wenn der Läufer nicht auf A6 stehen würde, dann... Mensch, in drei Zügen matt, das muss doch ein Druckfehler sein. Das hast du doch noch nie geschafft, Schachaufgaben zu lösen. Zeig mal her. Nee, zeig doch mal. Der Bauer steht im Weg. Der Bauer muss bleiben, wo er ist. Sonst bückst du doch der König aus. Wenn ich Königsberg wäre, dann würde ich Hollei zwangsweise auf Urlaub schicken. Dem passiert nichts. Dem Läufer musst du fahren. Das zwingt dann den König. Ja, und dann ist der Turm im Arsch. Ja. Hollei kommt gleich. Der ganze Alte ist sehr aktiv. Was habt ihr denn da? Die Dinger werden auch immer leichter. Der Läufer auf D9, der Turm auf A1 und der Bauer ein Zug vor, matt. Du, was ist mit Hollei, hast du gesagt? Wie? Tatsächlich. Was? So geht's. Hey, du hast gesagt, Hollei sei so aktiv in alten Zeiten oder so. Er war den ganzen Vormittag im Raubdezernat. Hat anscheinend die Unterlagen der letzten 3 Monate durchgearbeitet. Kommt Ihnen diese Betriebsamkeit nicht auch ein bisschen seltsam vor? Ist doch besser, er stürzt sich voll rein, statt zu grübeln. Solange er es auf der richtigen Seite macht. Wie meinst du das? Ich habe letzte Woche die Akte Kessel nicht auf meinem Schreibtisch gehabt. Sie enthält zum Beispiel sämtliche Einsatzpläne der Sikori. Hat Hollei Ihnen Anlass gegeben, an seiner Loyalität zu zweifeln? Mir? Ja. Nein. Horst. Was? Nein, du. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie Kessel mich machen könnte. Na, dann wollen wir mal.
Der Wagen fährt diese Strecke. Um 11.10 Uhr wird beim Kaufhaus Marco ungefähr 1 Million aufgenommen. Dann fährt der Wagen weiter zu Inter und hier wird es für uns interessant. Warum nicht gleich bei Marco? Weil A, die Summe bei Marco zu niedrig ist. 1 Million? Bei Inter gibt es fast dreimal so viel. Vor allen Dingen aber, weil B, dort die Örtlichkeiten zu übersichtlich sind. Der Wagen erreicht also das Kaufhaus Inter. Hier fahren die rein. Punkt 11.30 Uhr. Der Transporter wird im Hof gewendet und an der Rampe geparkt. Wie sieht denn nun Ihr Plan aus, Kollege Hollei? Von der Rampe kommt man ohne Schwierigkeiten auf das Dach des Wagens. Ein Mann müsste sich flach auf dem Dach nach hinten schieben, bis er praktisch über dem Wachmann liegt, der die hintere Türe sichert. Dreimal gehen die Leute von hinten hin und her. Beim zweiten Mal wird der Mann auf dem Dach einfach einen präparierten Gegenstand, einen Sandsack zum Beispiel, auf den Kopf des Wachmanns fallen lassen. Flop. Er könnte ihn auch mit einer Waffe bedrohen, aber ein Sandsack wäre besser, ziemlich geräuschlos. Klingt vernünftig. 2:20 Uhr sind die Interleute unterwegs. Zeit genug, in das Innere des Wagens zu springen und die Säcke auszuladen. Ja, aber du tust dir gerade so, als ob da kein Mensch in der Nähe ist. Du, keiner, der im Hof ist und keiner, der aus dem Fenster rausschaut. Bei Inter gibt's keine Fenster zum Hof. Nur glatte Hallenwände und zwei Türen. Wie wird denn das Geld weggeschafft? Mit dem Motorrad? Ich habe übrigens letzte Woche gehört, Kessel, ich habe ein Haus in der Kernstraße gemietet oder gekauft. Kernstraße? Das ist doch ganz nah am Kaufhaus. Richtig. Möglicherweise dient das Kessenich als so eine Art Hauptquartier. Der Plan scheint so perfekt, dass man sich fragt, warum wir eigentlich nicht unsere Gehälter mal auf diese Weise aufbessern. Wir haben nicht die Organisation. Aber wir sind doch genug Leute, oder? Bullen sind für solche Jobs nicht zuverlässig genug. Immerhin ein interessanter Plan, aber da Sie jetzt aufgeflogen sind, Herr Hollei, wird in Kessenich wohl kaum noch verwirklichen. Tja, das weiß ich auch nicht. Allerdings, Kessenich weiß nicht, wie viel ich mitgekriegt habe. Ich kann den Fall natürlich zu den Akten legen. Das ist Ihr Risiko. Sonntagsdienst. Die alten Zeiten haben mich wieder. Der Polizist braucht keine geregelte Arbeitszeit. Aber du scheinst ja wirklich echte Probleme zu haben. Stell dir doch vor, plötzlich soll man den alten Trott wieder machen. Akten wälzen, kleine Ganoven verhören, Berichten tippen. Da gibt's eine Alternative? Klar gibt's die. Ich bin noch gewacht. Gerade oder ungerade? Ungerade. Die Frau neben mir, die lächelt im Netz. Dann tut sich nichts. Was ich hier versprach. Dann tut sich seit 3 Tagen nichts. Sieht verdammt leer aus. Wir sollten da mal reingehen. Ja, können wir nicht machen. Hast du eigentlich rausgekriegt, ob der Kessel nicht das Haus gekauft, gemietet? Wie sollen sowas oder gehen? Wenn er sowas macht und über den Strom hat, der wird sich doch nicht selber ins Grundbuch oder im Einwohnerverzeichnis eintragen lassen. Hab ich mein Level, dann werde ich weg. Geh mal rein. Mensch, Frau Horst, observieren hat der Königsberg gesagt. Jeder observiert eben auf seine Art. Wenn wir da bloß nichts vermasseln. Bei mir kommt schon gar nicht mehr drauf an. Komm, Horst, wir fahren besser zurück. Mit der Jacke hast du vielleicht gar nicht so unrecht. So? Horst, du weißt, ich darf an keinerlei Aktionen teilnehmen. Dann geh zum Auto zurück. Nein.
Hier wohnt schon wer. Herr Kessenich kann ich mir hier nicht vorstellen. Komm wieder, Mann. Ravioli, Ravioli. Nicht als Ravioli. Hopp. Wenn das Kessenichs Leute sind, du, dann zahlt er entschieden zu wenig Spesen. Weißt du, was ich glaube? Das sind Penner, ein Stadtstreicher oder sonst was. Das kann auch Tarnung sein. Das ist erstaunlich, dir fällt auch immer was ein. Sieht ja gediegen aus. Ha. Herr Schimanski, grüß dich. Ja, wie geht's denn? Ja. Ja, Tröster. Na, wie fühlst du dich? Geht's einigermaßen? Jeden Tag ein bisschen besser. War schon einer von meinen Kollegen da, hat dich vernommen? Klar. Hm? Hat noch nichts gesagt. Ich bin doch nicht lebensmüde. Also versuch's erst gar nicht. Du, ich bin aus ganz privaten Stücken hier, ehrlich, du. Besuch eines alten Freundes, wirklich. Schimanski, passt nicht zu dir. Passt nicht zu deinem Gesicht, hab ich dir schon mal gesagt. Okay. Also dann sag mir, was du über die Kessenich-Bande weißt. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Frag doch deinen Freund Frenzel, Hollei. Aber der kennt doch Kessenich nicht so gut wie du. Tut weh. Aber das kann der Holler seiner Großmutter erzählen. Du, der ist ihm nur einmal begegnet, ehrlich. Ja, nur einmal. Mann, die tun doch nur in Duisburg und Umgebung so, als wenn sie sich nicht kennen würden. Verstehst du? Wo weißt du denn das auf einmal? Ja. Ich kriege auch noch von anderen Leuten besuchen, nicht nur von dir. Also, darauf muss ich einen nehmen, du. Riech doch mal. Kann doch sein, dass der noch auf beiden Seiten mitmischt. Ist doch Quatsch, du komm hier auf. Was? Nee, Mensch, der muss doch wissen, dass wir über kurz oder lang davon erfahren. Vielleicht will er das gerade. Mensch, Bombe, du machst mir Angst. Überleg doch mal, Schimanski. Ne? Überleg doch mal. Ja, was glaubst du, tue ich die ganze Zeit, hä? Dass uns einer an einem Sonntag alleine ist, das kann man ja verstehen. Aber Sie sind doch ein junger Mann. Wie ist es denn mit Ihnen? Haben Sie Freunde? Warum fragen Sie mich sowas? Wenn ich gerade darüber nachdenke, ob ich welche habe. Na, ja, Freundin wird es vielleicht auch tun, was? Haben Sie schon was vor? Nee. Kommen Sie. Wir gehen zu Opa Friedrich. Da kommen Sie mal. Wohin?
Ja, werden Sie gleich sehen. Kommen Sie. Ich muss um 10 Uhr wieder im Altersheim sein. Ja, ist in Ordnung, klar. Sonst kriege ich morgens früh nichts zu Alles frisch, klar, ne? Wenn später als 10 wird, schreibe ich Ihnen Entschuldigung. Wie sieht's aus? He? Alles gut. Na, kommen Sie mal. Der ist ja lustig, der bringt's. Der ist genauso alt wie Sie. Ein bisschen älter. Ja. Letzten Mal mitgebracht, deinen Holler. Ich hätte ihn gern mal wieder gesehen. Er hat jetzt ganz anders. Ist er wieder seine alte Bude gezogen? Notgedrungen, ja. Hat er noch die gleiche Freundin? Was? Ob er noch seine gleiche Freundin hat? Bis vor 3 Tagen hat er sie noch gehabt. Und jetzt hat er sie nicht mehr? Das wüsste ich auch ganz gerne. Schön ist das hier. Es ist ja schon bald 10 Jahre her, dass ich so was Schönes erlebt habe. Ich habe gar nicht gewusst, dass es noch so was gibt. Das können Sie fast jeden Sonntag haben. Nee, das ist zu viel. Da würde ich ja gar nicht mehr zurück wollen ins Heim. Sag mal, ist das nicht ein Kollege von dir, Horst? Der Tanner? Wieso denn Tanner? Herr Tanner, ist noch ein Glas da? Entschuldigen Sie bitte, aber so leid es mir tut, ich bin sozusagen dienstlich hier. Ach, ja. Horst? Anni Schönbach war bei Kessenich. Eine alte Liebe rostet nicht. Nicht nur das. Sie ist schnurstracks zu Hollei und da ist sie jetzt. Aha. Weiß es Königsberg schon? Hat gesagt, dass ich dich hier finde. Da glaubt man immer, hier sei man sicher, weil es kein Telefon gibt, nicht? Ach, irgendwelche Anweisungen von oben? Anweisung? Er hat gesagt, dass ich dich schleunigst informieren soll. Das ist ein Herzchen, der Königsberg. Ja, ich komme gerade von Opa Friedrich und da habe ich mir gedacht, also wenn ich schon in der Gegend bin, dann schaue ich mal bei dir vorbei. Hast du ein Bier für mich? Bier? Ja, wieso? Warum nicht? Ja, du komm. Ich wollte gerade ins Bett. Alleine? Was denkst denn du? Komm, was ist mit dem schnellen Bier auf die Nacht? Nee, komm, bitte, ich möchte ins komm, Bett. Hab dich nicht so. Komm, ja, aber ich möchte wirklich ins Bett. Komm, hab dich nicht so. Bist du eigentlich sicher, dass Kessenich nicht mehr hinter dir her ist? Ziemlich sicher, ja. Sag mal, das kapiere ich erst jetzt. Du hast womöglich angenommen, ich könnte überhaupt die Seiten wechseln. Endgültig. Du weißt nicht, was ich wirklich nicht tue. Schlecht gelebt hast du ja nicht, oder? Äußerlich ja, aber dieses Doppelspiel kann dir auch in den Nieren gehen. Du sag mal ehrlich, ja, ganz ehrlich jetzt, ja? Nur unter uns. Dir stinkt's doch bei uns unheimlich, oder? Jo. Stell dir doch mal vor, ein Mann wie du, ja? Ein Mann wie du, der beide Seiten kennt. Was der für Möglichkeiten hätte. Ja?
Meinst du? So wie du mit deinen Erfahrungen in der Unterwelt, ja, ein besserer Polizist sein kannst, so kannst du auch mit deiner Erfahrung als Polizist ein viel besser Krimineller sein als die anderen, oder nicht? Schon möglich. Schon möglich. Mensch, mit absoluter Sicherheit so. Du traust mir nicht, hä? Also, entschuldige bitte, mich würde keiner dazu kriegen, V-Mann zu spielen. Und warum nicht? Du, ich hätte Angst. Du und Angst. Ja, nicht wie du denkst, nein. Ich hätte Angst, dass mir das andere Leben so gut gefallen würde. Ist ja auch verlockend. Du Superschuppen als Wohnung, 60.000 Mark Karosse, Rumgammel laut Dienstanweisung. Und dann so eine Frau wie diese Hani, hä? Sag mal, bist du eigentlich sicher, dass Kessel nicht mehr hinter dir her ist? Ja. Komisch. Andererseits bist du natürlich als V-Mann gezwungen, auch ein Doppelleben zu führen, nicht? Kannst dich auch strafbar machen. Wenn ein Dealer um Stoff anhaust oder was weiß ich, ein Waffenhändler um Waffen, da forderst du ihn zu einer strafbaren Handlung heraus. Und du selbst begehst auch eine. Karl Königsberg hätte dich mindestens schon 10-mal verhaften müssen. Ja, es ist doch so. Wer die besten V-Leute hat, ist der beste Ermittler. Mhm. Die herkömmliche Detektivarbeit ist tot, mein Lieber. Tja, vielleicht sollte man seinen Beruf wechseln. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Was meinst du denn dazu, Freund Hani? Schön, dass ihr euch wieder versöhnt habt. Würdest du mich jetzt bitte in Ruhe lassen und verschwinden? Ach ja, ihr werdet beobachtet. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es einer von Kesselnicks Gorillas ist. Der hat was in der Hand. Dann schon eher einer der Gorillas von Königsberg. Kann ich irgendwie hinten aus dem Haus raus? Durch den Hof. Menschenskind Meier, mal wieder Überstunden, was? Der Königsberg ist klar, in Ordnung, ist klar. Königsberg. Schimanski. Hast du was? Ich? Nee. Was denn da? Schlussakte im Fall Schlönberger. Dein Freund Holler ist nicht echt. Zugegeben, ich kann dir nicht ausstehen. Nett, du, nett. Nett, wie du einen so aufbaust. Einen Moment bitte. Horst? Für dich. Eine Dame. Ja, hallo, Schimanski. Ja, wer ist denn da? Aha. Ja,
Ja, okay, gut. Gut, ich komme, einverstanden. Hm. Wiedersehen. Das ist doch eigentlich ganz nett hier. Eigentlich? Wissen Sie, ich verkehre relativ wenig in solchen Lokalitäten. Mit Ingo, ich meine mit Gerd Hollei, habe ich mich hier aufgetroffen. Aha. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich nie auf die Idee gekommen, dass etwas an seiner... Mein Gott, wie soll ich jetzt sagen, an seiner geborgten Existenz nicht stimmen könnte? Nein. Ich dachte immer, er arbeite für eine Versicherung oder einen Makler oder so. Na, also, eine Frau wie Sie? Naja, ich will nicht bestreiten, dass ich manchmal dachte, der mache auch krumme Geschäfte, aber... Ja? Bitte schön. Ja, ich, ein Bier, wenn es sowas gibt hier. Ja, das ist mir völlig egal. Mir noch einen Campari-Soda, bitte. Ja, und? Ja, Sie haben es ja gesehen. Wir haben uns wieder getroffen. Er sagt, er will mit mir weg von hier, endgültig. Das kann ich allerdings verstehen. Er sagt, er will mit mir wegfliegen am Mittwoch. Weit weg auf die Bahamas. Auf die Bahamas? Am Mittwoch? Mittwoch ist ja übermorgen. Mhm. Wo hat denn das Geld her? Er sagt, er habe vor 2 Jahren schon geerbt und das Geld gut angelegt. Ja, also. Ich glaub's ja auch nicht. Und deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich will nicht, dass er in sein Unglück rennt. Sie sind doch sein Freund. Bitte verhindern Sie es, wenn er eine Dummheit vorhat. Was haben Sie denn gestern bei Kesse nicht gemacht? Ich? Mhm. Sie waren gestern um 17.30 Uhr bei ihm. Na ja, wenn Sie schon wissen. Ich kenne ihn von früher ganz gut, wie Sie ja sicher vermutet haben. Ich wollte ihn... Also gut. Ich habe ihm gesagt, er solle Ingo, ich meine natürlich Gerd Hollei, in Ruhe lassen. Na und? Er behauptet, er kennt Gerhard kaum und hat überhaupt kein Interesse an ihm. Ist doch prima, ist doch alles in Ordnung. Ich habe ein bisschen wenig Zeit, entschuldigen Sie. Ja? Darf ich das übernehmen? Mm-mm. Mach ich schon. Bitte. Ja, bitte, meinetwegen, wie Sie wollen. Danke. Bitte. Wiedersehen. Du hast ja einen richtigen Riecher gehabt. Hollei war da. Er hat dich beobachtet, wie du reingingst. Und als du rauskamst, hat er sich versteckt. Jetzt glaube ich langsam auch, dass er mit gezinkten Karten spielt. Ich hab dir's gesagt. Dein lieber Freund ist nicht sauber. Er macht jetzt wieder den Dienst. Und weil er den Fall Kessel nicht recherchiert hat, bleibt er natürlich auch weiter dran. Er stürzt sich geradezu in die Arbeit. Ermittelt wie der Teufel und stellt eine Theorie auf. Eine brillante Hypothese, die wir auch alle glauben, weil sie unheimlich einleuchtend ist. Nur plötzlich geht es nur noch darum, dieser Hypothese zu folgen. Und wir denken auch alle in diese Richtung, die uns Hollei vorgibt, oder? Du gibst doch zu, dass das auch nur eine Theorie ist. Aber eine saubere. Bleib da weiter dran. Ja,
Das war wirklich sehr komisch, Herr Königsberg. Eine Frau und zwei unauffällig gekleidete Männer im Gänsemarsch hinterher. Wie bitte? Drei. Oh. Mein alter Freund Holley hat bei dem Ganzen die Regie geführt. Meinst du wirklich? Ach komm, Mensch. Alles inszeniert. Er könnte bewusst eine falsche Fährte legen. Das würde bedeuten... Er plant ein ganz anderes Ding. An einem ganz anderen Ort. Richtig, und von einer ganz anderen Zeit. Also, wenn du mich fragst, ja, man sollte ihn vorsorglich verhaften. Schutzhaft gegen sich selbst, das gibt's noch nicht. Was willst du denn schon wieder? Mit dir reden. Unsere Gespräche will ich in Zukunft auf das rein Dienstliche beschränken, ist das klar? Ich will jetzt endlich einmal ganz offen von dir hören, auf welcher Seite du bist und was mit dir los ist. Mit mir ist gar nichts los. Ich kann es nur nicht ausstehen, wenn sich meine Kollegen an meine Freundin ranmachen. Kapiert? Hannix, für dich ein paar Nummern zu groß. Was kannst du dir merken? Drei Bier zum Mitnehmen. Danke. Hey, Schimanski! Hey! Schimanski, warte doch mal! Oh. Mensch, Bombe, du bist ja wieder draußen. Das ist doch schön, du. Ich hab dich gesucht. Willst du ein Bier? Nee. Hast du einen Check eingelöst? Nee. Warum denn nicht? Der war doch privat, Mann. Hast du doch einen Freund mit rausgeboxt, oder? Wenn es danach geht, dann kannst du den Check gleich morgen einlösen. Ey, Schimanski, warte doch mal. Was willst du denn noch? Sag mal, mir geht es wohl nicht gut, wa? Warum? Ah, das sehe ich doch. Okay, mir ist es schon mal besser gegangen, und? Ey, hör mal, ich hab dich gesucht. Ja, was ist denn noch? Du, das Ding, das steigt morgen. Verstehst du? Was für ein Ding? Kesse nicht. Ja, na komm, erzähl mir alles, was du weißt. Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas mit dem Geldtransport, morgen. Das ist doch eine ganze Menge, was du weißt. Siehst du, jetzt hast du einen Check wirklich verdient. Mensch. Ja, danke. Wieder. Also, der Sekuri-Wagen ist eben vom Depot losgefahren. Dann müsste er einer Stunde bei Marco sein und in knapp anderthalb Stunden bei Inter. Dann werden wir ja sehen. Hast du etwa immer noch Zweifel? Wir überwachen ihn und das weiß er. Eben. Na ja, es spricht eine Menge gegen ihn, aber... Und für ihn spricht, dass er soeben das Präsidium betritt. Na, seht ihr. Er hat mal wieder Flöhe husten, ja. Und warum hat er sich dann so angestellt, wenn er mit Kessel nicht unter einer Decke steckt? Weil er uns alle in der Nase rumführt. Guten Morgen allerseits. Sie könnten sich mal langsam wieder an die Dienststunden gewöhnen, Herr Holler. Oh, Verzeihung, ich schaff's schon wieder. Sind die Leute vom Raubnetz und jetzt schon bei Inter? Sicher. Gut. Ich bin dafür, dass Holler an unserer Besprechung nicht teilnimmt. Ich bin genau derselben Meinung. Und Sie als ehemaliger V-Mann können an diesem Einsatz sowieso nicht teilnehmen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir meine Kompetenzen ließen. Entschuldigen Sie. Aber abgesehen davon, Herr Holler, halten Sie sich bitte in Ihrem Dienstzimmer zur Verfügung. Wie Sie meinen. Genauso gut könnte ich spazieren gehen. Also wenn Hollers Theorie stimmt, dann müsste der Sekuri-Wagen jetzt bei Marco sein. Also noch eine knappe halbe Stunde. Was bitte? Achtung an alle. Überfall auf einen Geldtransport der Firma Sekuri beim Kaufhaus Marco. Die Täter sind mit zwei Motorrädern flüchtig. Kennzeichen. Ich denke Inter! Und jetzt? Kernstraße.
Sie haben bei Marco zugeschlagen. Man kann sich ja mal irren. Was? Ja? Gerade oder ungerade? Schmatzki! Ja, komme! Ungerade! Vorkommnisse, Herr Kriminalrat. Was? Keine Vorkommnisse. Achtung, jetzt? Achtung. Zum Überfall Marco. Die Täter sind gefasst, Geld sichergestellt. Marienstraße 16, Duisburg-Hamborn. Ich wiederhole, Marienstraße 16, Duisburg-Hamborn. Ende. Wer hat hier die Leitung? Kollege Olley von der Kripo hat unsere Unterstützung gebeten. Er ist mit zwei Kollegen bereits drin. Schimanski von der Kripo. Wo sind denn die Vögel? Hier rechts. Aha. Tja. Sie können die Hände runternehmen und sich umdrehen. Ja. Ich esse nicht. Wo ist das Geld? Gute Frage. Und die Antwort? Konfisziert. Von wem? Von der Polizei. Der Kollege Holler hat es sichergestellt. Danke, Kollege. Festnehmen, abführen. Lösen Sie Ringfahndung aus. Beschreibung von Holler und der Schönbach durchgeben. Weit können Sie nicht gekommen sein. Alle Flughäfen müssen überwacht werden. Auslandsmaschinen, soweit nötig, festhalten. Noch was? Der wollte das Ding immer schon mit Tesla nicht drehen, also denke ich mir, ja. Und als wir ihn da rausgeholt haben, hat er den Coup von hier aus weiter betrieben. Und das ist das Irre. Das hat ihm die Arbeit noch erleichtert. Also, Mensch, das ist doch... Gut Teil Schuld gebe ich mir daran. Ach, komm, hör doch auf. Schließlich habe ich ihn ja als Vormann eingesetzt. Er ist uns entwischt. Du quatsch doch nicht immer dazwischen. Er ist uns entwischt. Was? Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Das hat er genauso clever angestellt wie alles andere auch. 12.10 Uhr an der Maschine nach Frankfurt, 13.10 Uhr weiter nach Nordafrika, Zielort Djerba. Aber die in Frankfurt waren doch unterrichtet. Sicher, sie haben auch alle Linienmaschinen kontrolliert. Ja und? Holley und Hanni Schönbach haben schon vor 6 Wochen gebucht. Pauschalreise bei Neckermann. Neckermann macht's möglich. Herrlich. Schade, dass es nicht so bleiben kann. Warum nicht? Gerhard, irgendwann finden sie uns. Ja, und was passiert dann? Ich fahre ein Jährchen ein. Oder zwei. Aber wenn wir bis dahin so herrlich gelebt haben wie bisher, sind wir im statistischen Mittel am Ende besser dran als die große Mehrheit. Das Leben wird aber leider nicht statistisch gemessen, mein Liebling.
Immerhin. Niemand kann behaupten, Holley sei nicht raffiniert gewesen. Ach ja, was von Holley gehört? Wir haben Fahndungen auch schon intensiver betrieben, also fast könnte man meinen... Was bitte? Ja, ich weiß, es ist ein Gesprächsthema. Wer sich ins eigene Nest scheißt, nicht, der... Ja, Entschuldigung. Wir haben getan, was wir konnten, jetzt können wir nur noch warten. Der Holley hat's echt geschafft. Ja, worauf denn warten? Das finde ich stark. Der sitzt jetzt in Panama oder Paraguay mit seiner Honey und verschleudert seine Millionen. Die Vorstellung finde ich gut. Die Idee gefällt mir wirklich gut. Also mir nicht. Weißt du? Ja. Ich glaube, der Königsberg, der wird jetzt über vieles nachdenken. Einer seiner Lieblingssprüche war immer, manchmal muss man die Illegalität ein wenig bemühen, um legale Zustände zu erreichen. Naja. Das Kaufhaus ist versichert und der Wachmann, der hat allenfalls eine gehirnische Drohung. Und zudem habe ich Ihnen Kessel nicht frei ausgeliefert. Also, wenn ich es mir recht überlege, ich glaube, wir können den statistischen Durchschnitt wesentlich verbessern. Ich wusste nicht mehr, was ich hier versprach. Scheiß Alkohol, das hab ich wieder. Eigentlich ganz nett hier, hä? Nur ein bisschen warm. Ich trinke nur Bier wegen meinem Mann. Und hab ich mein Level, dann werde ich frech. Dann ist mir fast jeder recht. Fast nie an der Kneipe vorbei. Nur hier in der Kneipe fühle ich mich frei. Nur hier in der Kneipe fühle ich mich frei. Nur hier in der Kneipe fühle ich mich frei. Hab ich mein Level, dann werde ich frech. Dann ist mir jeder, fast jeder recht. Na 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 na.